Auf 700 Quadratmetern finden Sie alles, auch für Ihren Sport. Eingehende Beratung durch Erfahrung und Kompetenz. Sportgeräte von namhaften Herstellern, Textildruck sowie Sport- und Fanbekleidung finden Sie bei uns zu fairen Preisen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. TTS, das größte Sporthaus in Trier und Umgebung. Trainer Roland Seitz, 2:0 hier gewonnen in Leverkusen, zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Ja, wir hätten höher gewinnen müssen, nicht nur können, sondern müssen. Zweimal Aluminium, viele gute Chancen liegen gelassen, sehr viel Ballbesitz, sehr dominant, sehr guter Auftritt von den Jungs. Sie haben in der Mannschaft ein bisschen rumgemixt, so haben wir es vorhin umschrieben, einfach um die Leute auch ein bisschen zu schonen oder um den Leuten Spielpraxis zu geben? Ja, da hängt beides mit zusammen. Wir wissen ja, was für ein Programm, das wir im April absolviert haben. Wir wissen, dass wir auch am Dienstag sehr schweres Spiel haben. Deswegen haben wir letzte Woche im Heimspiel gegen Kaiserslautern schon ein bisschen gebastelt. Heute haben wir wieder gebastelt. Manchmal kann man basteln, wie man will, und es funktioniert. Ja, manchmal wird man kritisiert, wenn man bastelt. Nee, also von daher hat jeder mal seine Schonung gebraucht. Und man sieht ja heute wieder, wie der eine oder andere gespielt hat. Der war wieder frischer, der eine war wie müder. Ich glaube, das ist für die ganze Mannschaft schon gut so gewesen. Sie sprechen es an, Sie haben gebastelt. An dem Kader für die neue Saison wird auch schon gebastelt. Die Bild Leipzig hat vermeldet, dass ein Spieler zu uns wechselt. Ja, habe ich gerade zu Ihren Kollegen auch gesagt. Da müssen Sie den Kollegen aus Leipzig fragen, wo er das her hat. Danke. Torge Hollmann, 2:0 hier gewonnen in Leverkusen. Zufrieden? Ja, absolut. Jetzt geht's weiter kommenden Dienstag, der Pokal. Trainer Seitz sagt, das wichtigste Spiel des Jahres wieder mal. Jetzt, nächsten Dienstag, definitiv, ja. Das nimmt immer so mit, ja. Du wieder von Anfang an, hast jetzt verlängert diese Woche, vielleicht einfach mal ein paar Gründe, warum. In Trier gefällt es dir einfach? Ist richtig. Ja, so viel gibt es dazu gar nicht zu sagen. Trier hat sich um mich bemüht und ich denke, dass sich dieses Bemühen jetzt auszahlt und darum dieser Schritt. Holger Graz, 2:0 Auswärtssieg, du hast ihn eingeleitet, zufrieden? Ja, ich bin zufrieden mit dem Spielverlauf und ich selber persönlich bin auch zufrieden, dass ich jetzt 2. Mal getroffen habe. Aber ich freue mich mehr für die Mannschaft, dass wir heute wieder gewonnen haben.